Wir beobachten in diesem Experiment die Drehbewegung eines Golfballes, der an eine Schnur aufgehängt ist. Hier hält die Schnur den Ball, nachdem man ihn anstößt, auf einer Kreisbahn. Wird jetzt an der Schnur gezogen, sodass der Radius sich verkleinert, ist zu beobachten, dass die Geschwindigkeit des Balles größer wird. Das wird besonders deutlich, wenn man den gleichen Vorgang nochmal in der Zeitlupe betrachtet. Die Erklärung für dieses Verhalten liegt in der Drehimpulserhaltung und das klären wir im 13. Kapitel der Vorlesung Einführung in die Mechanik.